Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Heute am Montag, den 24. Oktober. Das Wort, über das ich heute mit euch nachdenken möchte, steht im Psalm 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Bei manchen Menschen ist es notwendig, dass sie in eine gewisse Demütigung hineingehen, um überhaupt die Wahrheit zu verstehen. Was ist der Mensch, bevor er gedemütigt wird? Er ist stolz, arrogant, überheblich. Wäre er nicht stolz, könne ihn niemand demütigen. Schon der Volksmund sagt, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Aber die Bibel sagt noch viel mehr. Wer zugrunde gehen will, der wird zuvor Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Du kennst die Sprichwörter, aber du wusstest bisher noch nicht, dass sie in der Bibel stehen. Doch sie stehen in der Bibel in den Sprüche 16. Der Stolz, den die Bibel hier meint, ist in irgendeiner Weise immer mit der eigenen Person und ihren Qualitäten verknüpft. Doch der Stolz irrt. Wenigstens in dem, worauf er sich was einbildet. Der eine ist stolz auf seine Bildung, der andere auf sein Aussehen. Ein Nächster auf seine Kinder, in denen er sich spiegelt. Wir können unendlich viele Möglichkeiten des Stolzes aufzählen. Auch im griechischen geistlichen Bereich gibt es viele Gelegenheiten, stolz zu sein. Am schwersten erkennt jemand seinen eigenen geistlichen Stolz, wenn er ihn mit einem Kleid scheinbarer Demut ummantelt. Übertriebene Demut ist versteckter Hochmut. Und so gibt es Menschen, die ständig in Übermaß ihre Demut hervorheben. Wenn so etwas geschieht, wirkt das natürlicherweise. Und man wird vielleicht bald feststellen, dass alle Demut nur Fassade ist. Das Herz des Menschen ist sehr kompliziert und verwoben. Und deshalb konnte es sich oft selbst nicht erkennen. Aber Gott kennt ihn. Und wenn der Allwissende geistlich mit jemandem vorankommen will, muss er ihn manchmal demütigen. Das geschieht um den verborgenen Stolz des Gottes Segen hindert aufzudecken. Aber in diesem Gebiet haben wir alle noch zu lernen. Denn wer kennt sich schon? Wer kennt sich schon selbst? Bis in die Tiefen hinein. Niemand erkennt die Tiefen der Seele und des Geistes als Gott allein. Man weiß oft gar nicht, wozu man alles fähig wäre, wenn man in vielen Situationen noch gar nicht hineingekommen ist. Doch Gott geht mit seinen Kindern gleichermaßen geheimnisvolle Wege. Und er wird im Laufe eines Lebens sicher so mancher mit dem Psalmisten bekennen müssen. Ehe ich gedemütigt wurde,
irrte ich. Dieser Irrtum war vor der Demütigung gar nicht aufgefallen. Aber als sie eintrat, ist es einem bewusst geworden, Gottes Segen fließt umso reiner, je weniger wir uns selbst überzeugt, von uns selbst überzeugt sind, gleichzeitig, aber mit allem, was alle Ehre gebührt. Im Glauben rechnen Gott gedemütigte Menschen, Entschuldigung, Gott demütigt Menschen, wo es nötig ist, damit er sein Wort hält. Der Höchste hat mit solchen Vorgehen nur gute Absichten, denn echt innere Demut macht frei. Gott demütigt nicht, weil er uns etwas piesacken möchte, sondern Gott möchte die Stolperschwellen aus meinem Leben wegnehmen. Und wie schon gesagt, in der Demütigung kommt auch die Freiheit. Und wenn ich über den Demütigungen stehen kann, bin ich auf einem guten Weg. Gott möge euch segnen und euch bewahren vor Stolz, Hochmut und Arroganz. Denn was du weißt und gelernt hast, haben andere dir beigebracht. Dass du lebst, sind andere dafür verantwortlich. Also du hast, wenn du genau hinschaust, keinen Grund auf irgendetwas stolz zu sein. Amen.